herzlich willkommen beim Filmdialog. Mein Name ist Marius Meyer und ich spreche mal heute über das Zimmer meines Sohnes. Ich bin nicht Vater, das ist ein Film von Nanni Moretti. Nanni Moretti ist ein großer italienischer Regisseur, der in der Gegenwartswahrnehmung, zumindest finde ich in unserem deutschsprachigen Raum, nicht unbedingt wirklich wahrgenommen wird. Er wird auf den großen Filmfestspielen wie Cannes und so immer wieder gefeiert und für seine Filme ausgezeichnet, hat auch schon selbst mal in der Jury von Cannes gesessen und auch in der von Venedig. Also ist einer der ganz großen Regisseure in der Außenwahrnehmung und von den Preisen her. Und dreht halt auch schon seit, also 1953 geboren, in einer intellektuellen Familie geboren. Der Vater ist Althistoriker, der Bruder ist Literaturwissenschaftler. Und er war sich nie so sicher, was er machen wollte. Und hat deswegen irgendwann als Autodidakt sich selbst beigebracht, Filme zu drehen. Deswegen heißt dann erster Film auch Ich bin Autarkist. 1976 war ein riesiger Erfolg, wurde 1978 auch auf der Berlinale gezeigt und hat ihn direkt zu einem großen italienischen Namen gemacht. Und dann begann Nanni Moretti Filme zu drehen, die sehr stark ihn selbst behandeln oder Teile seiner Persönlichkeit thematisieren. Das merkt man immer wieder in seinem filmischen Schaffen. Und ich muss hier zusagen, Das Zimmer meines Sohnes ist der zweite Film, den ich von Nanni Moretti gesehen habe. Der erste Film war April. Problem mit dem Film ist, wenn ich schon an den denke, kriege ich schlechte Laune. Nicht, weil der Film handwerklich schlecht ist oder schlecht gemacht. Er ist eigentlich ziemlich gut. Vielleicht sogar so eine 7,5 von 10 auf einer Wertungsskala würde ich ihm geben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, Nanni Moretti ist der selbstverliebteste Mensch, der existiert. Also ein Egomane. Er hat bis 2001, vergesst nicht, 1976 hat er seinen ersten Film gedreht. Der Typ hat insgesamt 15 Filme gedreht und er war in einem Großteil seines ganzen Werks auch noch der Hauptdarsteller. Er hat bei einigen Filmen selbst das Drehbuch geschrieben. Er hat immer Regie geführt bei seinen eigenen Filmen, ist ja klar. Und hat auch noch geschauspielert. Und dann kommen sehr egozentrische Werke, wie zum Beispiel April dabei raus, ein Film, wo es darum geht, dass Nanni Moretti Vater wird. Und warum führe ich das so aus? Weil ich euch etwas mit auf den Weg geben möchte. Wenn ihr Das Zimmer meines Sohnes guckt, ich habe den nämlich in so einer Doppel-Blu-ray-Edition von Arthouse, eigentlich gar nicht so wichtig, dadurch kann ich aber meine Herangehensweise an Nanni Moretti begründen. Mir war Nanni Moretti vorher zwar als Name im Begriff, aber da hört es auf. Ich hatte ihn über ein, zwei Buchquellen, hatte ich ein bisschen was über ihn erfahren, aber mehr wusste ich nicht über ihn. Jetzt kommt das Problem. Ich habe April geguckt, wie gesagt, war ein bisschen erzürnt, ein bisschen sauer, aber irgendwie fasziniert. Und April ist vor allen Dingen eine relativ lockere Komödie mit Drama-Anteil, die es aber schafft, sehr gut die Waage zu halten und die Figur, die er dort darstellt, sehr gut zu ergründen. Ja. Und dann gehe ich mit derselben Erwartung an Das Zimmer meines Sohnes. Das Cover zeigt einen Vater, Giovanni, gespielt von Nanni Moretti, zusammen mit dem Sohn, Andrea, italienischer Jungname, deswegen nicht wundern, Andrea. Jetzt ist das Ding dabei, vom Cover und von den ersten 40 Minuten erwartet man sich einen relativ harmlosen Film um ein leichtes, fast schon seichtes Familiendrama mit den Ups und Downs des normalen Familienlebens mit zwei Heranwachsenden in der Familie. Das ist nämlich einmal der Sohn Andrea und einmal die Tochter Irene. Und man hat noch einen sehr harmonisches Ehepaar, einerseits gespielt natürlich von Nanni Moretti, Giovanni und seine Frau, die in dem Film aber relativ im Hintergrund ist. Ich muss tatsächlich auch gucken, wie sie heißt. Paola, die ist eher so als Fels in der Brandung dargestellt und eher
ein bisschen im Hintergrund der Handlung. Darauf gehe ich später noch mehr ein. Was jetzt hierbei auffällt, ist, wir haben eine Viererkonstellation und wie spielen die sich die Bälle zu? Man kann jetzt sagen, okay, wir haben also eine Familie aus vier Leuten bestehend, die durch eine weitere Person bzw. einen später erläuterten Schicksalsschlag etwas in Wallung geraten. Ich habe anfangs an so etwas wie Theorema denken müssen von Pasolini, war aber nicht unbedingt richtig. Da hatte ich extrem falsch gelegen, weil das muss ich an das Zimmer meines Sohnes loben, wo April sich sehr stark auf seine Hauptfigur fokussiert, alle anderen Figuren stark zur Seite schiebt und deswegen einen klaren Fokus auf die Hauptfigur richtet, geht es hier um ein wahnsinnig trauriges, herzzerreißendes Drama. Und ab hier, ich empfehle euch unbedingt den Film zu gucken. Ich möchte unbedingt viele Meinungen unter diesem Video sehen, wie ihr zu Nanni Moretti steht, woher ihr von ihm wisst, was ihr von ihm haltet. Er ist für mich einer der großen Italiener, der, sagen wir mal, Gegenwart geworden. Dreht auch mal weiter den Film. Ich lese jetzt was dazu vor und hier ist erstmal eine riesen Spoilerwarnung. Bei mir war, als ich in den Film Das Zimmer meines Sohnes reingegangen bin, erstmal durch den kryptischen Titel und durch die ganze Aufmachung, nicht bewusst, worum es geht. Diesen Vorteil möchte ich flehe euch an, erhaltet euch das. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, schaut den. Er ist hervorragend, guckt den. Aber lest euch nichts durch. Gar nichts. Ganz wichtig. Die Eckpunkte, die ich euch genannt habe, das ist perfekt, um in den Film zu starten. Und jetzt lese ich euch was vor. Erneut, Spoilerwarnung. So. Das Zimmer meines Sohnes. La Stanza del Figlio 2001. Genau wie Anton Egoyans Das süße Jenseits und Pedro Almodovars Alles über meine Mutter beschäftigt sich Nanni Morettis Film mit dem tragischen Tod eines Kindes und mit den verheerenden Auswirkungen auf die Familienangehörigen. Moretti, nach 20 Jahren mit lauter eigenwilligen und höchst unterschiedlichen Filmen, machte sein Publikum fast misstrauisch, als er mit diesem Film seinen ersten Vorstoß in das kommerzielle Kino unternahm. Strebte er etwa kulturelle Respektabilität an? Aber der Film überzeugt alle durch seine Komplexität. Zwar steht der Tod im Zentrum der Handlung, doch das eigentliche Thema ist die Trauer und die Schwierigkeit, sie zu überwinden. Morettis Geniestreich besteht darin, dass er den Vater, von ihm selbst gespielt, zu einem Psychotherapeuten macht. An seiner Interaktion mit den Patienten, manchmal komisch, manchmal schockierend, erkennen wir, mit wie viel Einfühlungsvermögen der Film menschliches Verhalten sieht. Nach seiner Begegnung mit dem Tod entdeckt der Therapeut, dass er keinen Rat mehr geben kann, dass er nicht mehr mit seiner Frau schlafen kann, dass er nicht mehr aus einer grundlosen Freude vor sich hinsehen kann. Der Film ist eine ergreifende Studie darüber, wie ein Mann und seine Umgebung neue Kraft schöpfen und in das Glück des Alltags zurückkehren. Und das ist das Wichtigste daran, weil was der Film hier so betont, den Tod eines Kindes oder eines Familienangehörigen, in dem Fall ist es nämlich der Sohn, Andrea, der verstirbt. Und hier möchte ich ein bisschen davon Abstand nehmen, weil der Film schafft es sehr stark, sich von Sehkonventionen abzuwenden. Weil die ersten 40 Minuten plätschern sehr gemächlich dahin. Das ist auch eigentlich ein Kritikpunkt, dass der Film im ersten Drittel es nicht wirklich schafft, einen Spannungsbogen zu erzeugen, wodurch man als Zuschauer so ein bisschen irritiert den Film schaut und auf diesen Initiationsritus wartet, dass der Film beginnt, einen mehr in die Welt mitzunehmen. Aber dieser initiale Funke ist schon lange gezündet worden. Das kapiert man aber erst im Nachhinein. Die ersten 40 Minuten zeigen uns eigentlich nur, wie unsere Hauptfigur Giovanni sich als Psychotherapeut um verschiedenste Leute in Therapiesitzungen kümmert, die verschiedenste Elemente seines Lebens widerspiegeln oder verdeutlichen. Der Zuschauer kann durch die Verbindung von Giovanni zu seinen Patienten klare Rückschlüsse auf die Figur Giovanni ziehen und sich dadurch ein besseres Bild von ihm machen, während wir in kurzen, aber relativ,
relativ prägnanten Szenen klare Eindrücke über die Figur Andrea, Paola und Irene erhalten, die aber alle nicht stark fokussiert werden. Man versteht, okay, Andrea ist ein etwas rebellischer Jugendlicher, der sich von seinen Eltern loslösen möchte und nun dem elterlichen Haus langsam entfliehen und auch dem elterlichen Rat entsagen möchte. Irene ist jemand, der ist eine Person, die eher noch so ein bisschen die Nestwärme schätzt und sich noch nicht ganz abkoppelt, aber nun erste Begegnungen mit dem anderen Geschlecht macht und sehr engagiert im Sport ist. Das ist auch einer der großen Sachen, die Giovanni auszeichnen. Er ist ein großer Sportfanatiker, der alle verschiedenen Formen von Sport ausprobiert und das als Hauptmotivation neben seiner Arbeit und dem Familienzusammenleben betreibt. Und anfangs wirkt es so, als würde er seinen Jungen etwas laissez-faire erziehen, sehr stark die Zügel loslassen und ihn seine eigenen Grenzen austesten lassen. Bei einer ersten Drucksituation merkt der Zuschauer ganz klar, wo die Figuren stehen, wie sie zu Problemlösungen kommen, und Giovanni wird in der Szene stark charakterisiert, indem man nämlich klar versteht, was die Ansichten dieser Figur in Bezug auf elterliche Strenge sind und wie er sich weiter vorstellt, mit seinem Sohn zu interagieren. Und hier kommt die große Überraschung: dieser etwas laissez-faire Lebensstil dahingehend und Erziehungsstil dahingehend, wie er seine schulischen Leistungen erbringt, nicht in der Schule fällt, kippen extrem und werden komplett anders wieder gespiegelt, wenn es um sportliche Leistungen geht. Dort ist er sehr streng mit seinem Sohn und sucht auch später noch das Gespräch, um über das, sagen wir mal, sportliche Versagen seines Sohnes im Tennis zu sprechen. Und die ersten 40 Minuten sind eigentlich nur das mondäne Lebenssituationen, die durch ein bisschen Reibereien, ich möchte es nicht Konflikt nennen, durch ein bisschen Reibereien einfach nur untermauert werden. Und hier kommt der große Twist des Films. Giovanni wird mal wieder von einem seiner Patienten angerufen, der unbedingt mit ihm ein Gespräch sucht. Und dieser Moment erscheint als Zuschauer gar nicht so prägnant oder besonders. Er scheint nur noch mal einen Patienten aufsuchen zu müssen. Und hier muss ich das Genie von Moretti loben. Das ist wirklich die Szene, die den Film von einer relativ interessanten Familiengeschichte zu einem Meisterwerk des italienischen Kinos des 21. Jahrhunderts gemacht hat. In diesem Moment sehen wir, wie er sich von der Familie verabschiedet, sagt: Ich kann leider nicht mit dir laufen gehen, Andrea, ich komme aber gleich zurück. Unternehmt doch schon mal was, ich komme wieder. Und wir sehen in einer einzelnen Einstellung, wie er losfährt, den relativ weiten Weg. Wir haben einen Schnitt, wie Irene jetzt aber zum Basketballtraining geht. Wir haben einen Schnitt, wie Paola, die Mutter, das Haus verlässt und einkaufen geht. Und wir haben einen Schnitt und sehen, wie Andrea tauchen mit den Freunden geht. Und hier haben wir diese vier aufgefächerten Schicksale, die jetzt alle nebeneinander ablaufen, wir aber nur ganz kurz sehen. Wir verstehen also, alle vier Figuren machen etwas anderes. Und nun fragen wir uns ein bisschen, wird jetzt etwas passieren? Ja. Und das ist der große Moment. Genau wenn, nachdem die, sagen wir mal, Beratungssession bei dem Patienten von Giovanni vorbei ist, kommt er zurück nach Hause und erfährt, sein Sohn ist ertrunken beim Tauchen. Und ab diesem Moment hat der Film noch 60 Minuten Laufzeit. Wir haben also den Spannungsbogen, den Klimax ein bisschen vorgezogen und haben jetzt einen sehr langen Epilog, der wie geht man mit dem Tod des eigenen Kindes um? Und das hier wird gezeigt in einem Detailreichtum und in einer Trauer, die ich nur loben kann. Das ist wirklich, also die beste Szene des Films ist definitiv die Beerdigungsszene. Und der Film versteht es, und das versteht der gesamte Film, durch langsame Kamerafahrten mit immer weiter in die Szene zoomenden Bildern, die meistens so bei einer amerikanischen Aufnahme, also so bis zum Colt etwa, starten und dann am Ende so auf Brusthöhe, wie der Filmdialog so etwa gefilmt ist, enden. Dadurch hat man manchmal auch nicht so stark zoomt und man hat ein sehr dynamisches Bild, was immer wieder auch den Fluss des Films unterstützt.
Und das ist es. Die Figur Giovanni, Paola und Irene müssen nun mit dem Tod des Sohnes umgehen. Und das wird so intensiv in diesem Film betont, wie er versucht, jetzt wieder natürlich zurück zur Arbeit zu gehen, mit den alltäglichen Problemen des Lebens umzugehen, aber sich weiterhin mit der Ungewissheit rumschlagen muss, warum und wie sein Sohn gestorben ist. Und das macht den Film aus, dass er diese großen Fragen aufwirft, wie geht man damit um, wie setzt man es um, und dabei aber nicht seinen leicht komödiantischen Ton, den er in der ersten Hälfte hatte, vergisst, aber auf eine Art und Weise, dass der Film es schafft, Trauer so direkt schmeckbar. Man spürt durch das Schauspiel und durch die Regie einfach so genau die Gefühle nach. Das ist Wahnsinn. Und Moretti, der in anderen Filmen meiner Meinung nach manchmal gar nicht so gut schauspielert, ist hier überragend, genauso wie alle anderen Darsteller. Der Film ist relativ beliebt, die Bewertungen sind gut und das ist es einfach. Die Rezeption ist genau richtig, die Wahrnehmung des Films ist genau richtig, aber ich finde, der Bekanntheitsgrad des Films ist nicht ausreichend. Schaut den unbedingt an. Dieses Gefühl, wie sie mit dem Schicksal umgehen, ist in der zweiten Hälfte enorm. Weil es gibt noch, und jetzt kommt der große Twist, es gibt eine zweite Überraschung nach etwa 20 Minuten Trauerphase. Und dieses letzte Drittel, was ich hier jetzt nicht weiter spoilern werde und nur umschreiben, zeigt, wie die Familie es wieder schaffen kann und wahrscheinlich es auch schafft, wieder zusammenzuwachsen. Und dieses Element wird so mit so einer Unsicherheit porträtiert, dass man als Zuschauer wirklich gespannt ist in so einem Melodram, ob es wieder zu einer Zusammenführung der Familie, zu einem erneuten Zusammenhalt kommt. Weil der Film schafft es gerade so auf der Hälfte, so nach 50 Minuten, den absoluten Tiefpunkt zu demonstrieren. Und man ist sich nicht sicher, ob die Figuren es überhaupt schaffen können, wieder zusammenzuwachsen. Ob sie überhaupt über diesen Schicksalsschlag hinwegkommen können. Ob man weiter existieren kann. Das schafft der Film herausragend. Also guckt unbedingt Nanni Morettis Meisterwerk Das Zimmer meines Sohnes. Jetzt könnte man sich fragen, aber warum denn Das Zimmer meines Sohnes? Das Zimmer? Und da habe ich mich auch gewundert. Das Zimmer ist kein zentraler Handlungspunkt. Das Zimmer ist in zwei Szenen sehr relevant, aber nicht der Handlungspunkt. Das ist überraschend. Was noch unbedingt an der Ästhetik zu betonen ist, ist die Aufteilung von Farben. Der Film verwendet sehr oft zwei kontrastierende Farben in Szenen, die dann punktuell eingesetzt sind, wodurch das Bild sich sehr schön unterscheidet, sehr lebendig ist. Und meistens sind es Gegenstände oder raumfüllende Möbel, die dann von zwei Figuren besetzt werden, wodurch sich der Raum sehr aufteilt und ganz klare Positionen bezieht in den Dialogen. Das ist wunderschön umgesetzt. Die Musik ist ein anhaltendes Stück, was immer wieder nur angespielt wird, wodurch man auch den andauernden Trauerprozess immer wieder unterstützt, bis am Ende befreiend im Finale das gesamte Stück gespielt wird und es dem Zuschauer fast das Herz zerreißt. Der Film schafft es, den Tod auf eine Art und Weise in einem Film zu verhandeln, wie ich es wirklich selten gesehen habe. Also bitte guckt unbedingt Das Zimmer meines Sohnes von Nanni Moretti. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.